Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eternal Odyssey. Wir werden mal hier kurz die Karte erkunden. Jetzt haben wir schon erfahren, der Visil. Jetzt wissen wir, wo er in der ganzen Zeit steckt. Und zwar hier irgendwie in der untersten Ebene. Mal schauen, was uns das so erwartet. Ja, viel haben wir, wie gesagt, nicht mehr vor uns. Vielleicht ist es... Ich glaube nicht, dass wir es heute komplett durchspielen, aber... Ich denke, es wird der vorletzte Eternal Odyssey Stream sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber das Spiel macht uns ja Spaß. Und dann haben wir noch einen zweiten und dritten Teil vor uns. Ich finde dieses Spiel mega gut. Gegner. Ach, eine Knochenechse. Ja, komm mal her, mein Süßer. Oh. Jemand hat einen Statuseffekt, wie schön. Kommt auch selten vor. Ja, komm, rennen wir erst außen rum. Gummifaden. So, ja, es ist dunkel geworden. Ja, hier ist die Musik so beruhigend, so... Richtig so easy irgendwie. So, ja, ihr schafft es da schon durch. So, kein Problem. Ja gut, da haben wir dann wieder ein paar Aufzüge. Damit werden wir dann auch fahren. Aber als erstes mal erkunden wir hier die Gegend, dass wir eben die Map vollständig haben. Da muss ich jetzt wieder so ein Ausrufezeichen setzen. Da haben wir auch wieder ein Ausrufezeichen. So. Ich mache mir meine eigenen Wege hier. So. Dann schauen wir mal, was uns jetzt hier noch erwartet. Ach, eine süße kleine Hase. Alles ja kein Problem. Winziger Zahn. Noch jemand auf Level 60. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Angst von Endgegner. Weil der eigentlich nie so wirklich heavy ist. Und ich meine, wir haben über 500 Leben teilweise. Außer Link, der nicht so, aber der Rest. Der Rest, der macht hier, was er will. So. Monster sind erschienen. Okay, dann brauchen wir mal hier so ein paar Türchen. Was gibt's hier? Feldstiefel. Will irgendjemand Feldstiefel haben? Okay, du kannst es nicht mehr tragen. Auch nicht. Sehr schön, das ist, glaube ich, was hier für Zelda. Ja, okay, kriegst du die? Okay, Monster sind erschienen. So, Rex-Kehle. Ich glaube, die brauchen wir für irgendwas. Habe ich gelesen. Ist ganz cool, was wir hier schon wieder alles so sammeln. So. Da brauchen wir auch nochmal eine Tür. Hier ist nämlich alles immer ganz gerne so parallel angelegt. So, Hacken. Narzisse hat man schon lange mal. Todesstängel. Klingt vertrauensvoll. Todesstängel. Kriegt sehr viele glänzende Samen. Todesstängel. Hm? Ja. Glänzende Samen. Todesstängel. Jetzt kriege ich jetzt meine Tasche voll. Nee, mein Tageslimit. Ich dachte erst, dass meine Tasche voll ist, bevor ich das Tageslimit erreiche. So. Okay, was haben wir hier? Explogel. Sehe ich gleich schon wieder Unsummen ausgeben für irgendwelche Waffen. So, dann gehen wir jetzt noch nach da hinten oben. Und dann können wir nochmal mit so einem Aufzug so ein bisschen durch die Gegend fahren, wenn es hinten nicht weitergeht.
Aber da hinten geht's, glaube ich, sogar weiter. Okay, ich bräuchte hier aber eigentlich schon wieder Treppe. Wichtig. Tür. Auch wichtig. Und hier gibt es nochmal einen Weg nach unten. Wir gehen das erste durch die Tür. Geht hier echt weiter? Ich dachte eigentlich nicht. Neue Gegner. Neues Item. Das Geld kommt eh wieder, meine Tasche ist voll. So. Es ist hier ziemlich verworren alles, ja. So, was haben wir hier? Aber ich muss sagen, wir haben uns echt gut geschlagen, auch gegen Ren und Lachtgar gerade. Also, das war schon mal ein härterer Kampf, Vielleicht, also wenn wirklich irgendjemand dieses Let's Play schaut und ihr das alle voll feiern würde, wenn ich das halt in einfach oder schwer spielen würde, vielleicht gibt es dann nochmal einen Durchgang. Aber ich habe halt wirklich die Vermutung, dass sich das eh keiner antut und warum sollte ich mich dann durch so einen schweren Spielmodus durchkämpfen, wo ich keinen Spaß dran habe. So haben wir die Story, trotzdem ein paar Kämpfe. Na, cool. Ein Clown dort. Ja, dann war schon härter Gegner. So. Können mal das da oben wegtun. Dass ich besser beobachten kann, wo wir waren, wo wir nicht waren. Haben einfach da schon die halbe Map bekommen. Damit habe ich irgendwie nicht so gerechnet. So. Wow, wir erledigen irgendwie gerade alles. Ist cool. Hacken. Okay, hier können wir auch hacken. Todesstängel. Yay, gibt's davon noch mehr? Ah, cool, meine Taschen sind voll. Wer hat's gedacht? Ja, dann gehen wir noch nach da oben. Ich würde gerne nach unten gehen, weil wenn es eine Mission gibt für unten, wo man irgendwas sammeln muss, dann hätte ich das dann gleich. Dann kann man das immer gleich vorab erledigen. Okay. So. Okay. Wir legen heute echt alles. Okay. Winziger Zahn. Machen wir lieber mal zwei von den Gummifäden weg, weil von denen haben wir einfach mehr. Wie gesagt, ich will jetzt nur noch nach da unten gehen, einfach dass wir die Aufträge kriegen, die es hier in BF23 gibt. Hier geht die mysteriösen Ruine, entdeckt einen Gang runter. Aber am Ende des Gangs wird euer Weg durch eine Mauer versperrt. Wollt gerade umdrehen, als ihr auf dem Boden ein vergiftetes Blatt Papier bemerkt. Das Papier ist so alt, dass ihr die Worte darauf nur mit Mühe lesen könnt. Letzt übrig, ich, Yggdrasil, gefangen in Leben. Sorge mich, Visil, Ehemann, alleine, er ist. Einsamkeit, Person, es ist grausam. Bevor ihr die gesamte Nachricht entziffern könnt, zerbröckelt das Papier zu Staub. Der Brief muss unheimlich alt gewesen sein. Da euch sonst aber nichts weiter auffällt, beschließt ihr weiterzugehen. Irgendjemand, der sie nahe steht, scheint ein ewiges Leben zu haben. Vielleicht seine Frau, weil er gesagt hat, ihr Mann, und vielleicht versteckt er unten seine Ehefrau, die halt irgendwie wahrscheinlich ein Monster ist oder so. So, davon berichten wir mal kurz. Auch die ganzen Objekte. Gibt's hier nichts? Von Radar aus regieren Etria. Ja, ich weiß schon, du willst nichts davon hören, dass wir gerade irgendwie die treuen Gefährten von dem Typ wieder kaputt gemacht haben. So, hier gibt's nichts. Was gibt's denn für. Ich will aber eine Quest aufnehmen. Okay, Abschiedsgeschenk, Engelsflügelanhänger. Goldpelz, haha. Untersucht die Raumverzierung. Was können wir machen? Habt ihr euch entschieden? Ich hab's gehofft. Das ist schon seltsam. Die Leute beschweren sich, dass sie wahllos in Ebene 18 geschleppt werden. Keiner weiß, warum das passiert. Brauchen Radar jemanden, der das untersucht. Viel Glück und passt auf euch auf. Mach ich.
So, dann verkaufen wir mal Hexkette. Alles weg. Ich hoffe, wir kriegen richtig viel Geld. Das ist wirklich. Flammenberge, ja, hier. So. Kaufen, Waffen. Okay, da gibt es einiges. Langschwert, was du nicht haben darfst, okay. Okay, das darfst du aber haben. 266. Okay, du darfst das Flammenberge haben, dann nimm es. 258. Okay, du kriegst das Schwert auch. Ein armes Geld. Ja, mystische Route wird für einen anderen auch besser sein. Gut. Okay. Hex im Hangar, das können wir eh nur Hex haben und das da. Okay, das könnt ihr haben. Oh, einer kriegt's. Ich hab kein Geld mehr, Leute. Okay. Ein Glücksschlag braucht irgendwas. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Ich heb's mal auf, wenn ich das noch irgendwie brauche. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern einfach. Und dann gehen wir jetzt mal wieder in die sandigen Ebenen. Und schauen, dass wir da vielleicht endlich mal die ganzen Aufträge lösen können. Auch wenn ich jetzt eventuell, also wir gehen jetzt das erste Mal nach. Boah, ich glaube, wir besiegen als erstes mal diese komischen Hirschen da. Wir rennen jetzt, glaube ich, echt mal ein paar Mal außenrum, einfach nur um diese Hirschen zu besiegen. Und vielleicht haben wir es ja ganz schnell. Dass wir jetzt einfach mal die Aufträge abgeben, weil ich kann jetzt nicht ins andere Stratum runtergehen, da wir lauter Aufträge haben und dann hier dauernd nochmal eigentlich hoch müssen. Also komm, machen wir einfach die Hirschen down. Grenzen ist one, ja. Da rennen wir jetzt halt einfach ein paar Mal im Kreis. Passiert. Nochmal drei Gegner. So. 5 Uhr morgens. Ich gehe einfach mal in den letzten, weil dann einfach der Weg am längsten ist, wo man außen rumrennen muss. So. Ich könnte auch wieder Wege einzeichnen, wo die rumrennen sollen. Das wäre auch ganz lustig, glaube ich. So. Ja, fahr einfach ein bisschen durch die Gegend. Ein bisschen Glück stoßt da auf einen coolen Gegner. So. Kriege ich bitte? Nein. Hey, ich habe die irgendwie am Anfang habe ich die dauerhaft bekommen und jetzt bekomme ich die gar nicht mehr. Das ist doch ein Witz. Okay, mein Bildschirm muss ich ausschalten. Das ist nicht die beste Idee. Müsste ich wahrscheinlich nicht ausschalten, aber okay. Ich zeichne echt gleich so eine Linie, wo wir hin und her rennen. So. Ist schon irgendwie ein kleiner Witz gerade. Der reichte, glaube ich, auch schon. Ja, wir könnten ja versuchen, hier diesen Weg hier zu komplementieren. Das wäre doch auch eine schöne Aufgabe. Am Ende stoßen wir auf den Schlüssel, den wir brauchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen ihn vielleicht doch da. Oh, cool. Eine Gottesanbeterin. Jetzt nicht mehr. Ich brauche ja nur irgendwie, wie viel sind das? Das sind nicht mal viele, wo ich brauche 2 Stück oder so.
Okay, dann machen wir an dieser Stelle einen Cut und sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Eternal Soul. Bis dahin, bye.